Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Das da wäre Pokémon Alpha Saphir. Ja, das Remake, das am 28. November 2014 herauskam für den Nintendo 3DS. Zusammen mit Omega Rubin bildet es das Remake oder die Remakes für die ersten Spiele der dritten Generation der Höhlenregion, nämlich Rubin und Saphir. Und ich glaube, das hier drücke ich einfach mal weg, bevor gleich nochmal ein Intro kommt. Aber was? Moment! Spielen wir wirklich einfach Saphir? Oder spielen wir gerade Saphir? Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk, aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Moment! Das ist was ganz anderes. Ja! Für die Nostalgiker, auf dieser Welt leben viele dieser Wesen, die wir Pokémon nennen. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde, die zusammen spielen und einander helfen. Manchmal schließen wir uns auch mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen Gleichgesinnte aus. Obwohl wir ihnen so nahe stehen, wissen wir nicht alles über Pokémon. Pokémon bergen noch viele, viele Geheimnisse. Diese Geheimnisse versuche ich mit meiner Forschung zu lüften. So viel zu mir. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, hier haben wir die Wahl zwischen Frix und Maike. Ich habe mich diesmal entschieden, wir nehmen mal den Typen. Wir spielen als Frix. Und wie wechselt man hier so? Nennen uns natürlich wieder Sky und fertig. Das ist also Sky? Ja. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist der Sky, der meinen Heimatort Wurzelheim ziehen wird. Richtig. Also gut, bist du bereit? Dein Abenteuer kann nun beginnen. Hab Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Wir werden uns sicher bald wiedersehen. Bla, das ging so schnell weg. Ja, Pokémon Alpha Saphir. Ich freue mich. Jetzt kann ich auch noch mal kurz... ja gut, erstmal die Option natürlich. Texttempo muss auf 3, ist ja klar. Ja, das wird ein neues Projekt, wie gesagt. Es wird keine Nuzlocke, also wir werden das Spiel genauso wie mit Pokémon X als Vorgängerprojekt ja ganz normal durchspielen. Wie viel ich jetzt mache, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon, ich versuche so viel zu zeigen wie möglich. Und ja, werden zusammen das Spiel einfach genießen. Ich hoffe, dass das Ganze mit dem Overlay und all halbwegs akzeptabel ist. Könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Und kleine Überraschung, ich versuche dieses Video nicht in Full HD, sondern in WQHD, also 1440p und 60 FPS zu machen. Mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Wenn die Renderzeiten oder so viel zu lang sind am Ende, dann wisst ihr schon mal, das nächste Projekt, das nächste Part wird dann in Full HD kommen. Aber das werden wir dann sehen, ne? Aber betreten wir jetzt erstmal, also verlassen wir mal den ollen Umzugstruck. Und kommen in unser neues Zuhause in Wurzelheim an.
Hi, da bist du ja, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend und auch vielleicht ein bisschen gefährlich, aber egal. Du bist ein Kind, du hältst das schon aus. Aber jetzt bist du ja endlich da. Willkommen in Wurzelheim, unserem neuen Zuhause. Na, wie gefällt es dir? Ich finde dieses Dorf richtig idyllisch. Hier kann man bestimmt wunderbar leben, findest du nicht auch? Und du bekommst natürlich dein eigenes Zimmer, Sky. Also komm, lass uns hineingehen. Und die Maschoks hier tun erst einmal aufräumen. Na, was sagst du, Sky? Drinnen ist es auch ganz gemütlich, oder? Die Puma und der Umzugsfirma übernehmen für uns das Einräumen und das Saubermachen. Das ist sowas von praktisch. Pokémon-Sklaven! Macho, Mai Mai, du bist kein Macho Mai, du bist ein Maschok. Vielen Dank für alles, gute Arbeit. Mai Mai Mai, du bist immer noch kein Macho Mai. Muss dich erstmal entwickeln. Macho, Mai Mai. Hör dir doch mal dein Zimmer oben im ersten Stock an. Patty hat dir als kleines Umzugsgeschenk eine neue Uhr gekauft. Stell sie bitte richtig ein, Sky. Wurren, wir haben alle ein Handy heutzutage. Was will ich mit einer alten Uhr? Na, zumindest habe ich hier eine Wii U mit einem Wii-Controller sogar noch dabei. Ein riesen Relaxo, auf dem man chillen kann. Ja. Ja, früher im Original konnte man die Uhr selber einstellen oder musste sie. Hier wird das jetzt von der System-Uhrzeit bestimmt. Und ja, jetzt wisst ihr schon mal, um wie viel Uhr ich dieses Video aufnehme. Kurz vor Mitternacht noch. Hey, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Wie ich sehe, ist alles wunderbar aufgeräumt. Sehr schön. Und ist auch schon alles komplett eingerichtet. Bumme und Umzugshelfer sind wirklich praktisch. Ah ja, schau mal nach, ob auch auf deinem Schreibtisch nichts fehlt. Ja gut, früher hatte man hier noch einen PC, wo man einen Trank rausbekommen konnte. Das gibt es hier jetzt nicht mehr, weil es gibt halt auch das Lagerungssystem nicht mehr für Items. Ja, hier der Beutel. Oh, wir haben ja sogar einen Trank. Okay, den haben wir jetzt also automatisch im Beutel. Gucken wir uns mal unseren Trainerpass an. Wir können uns sogar hier ein bisschen herumdrehen. Ja, Abenteuer gestartet. Unten sieht man die Orden. Sogar eine Silhouette von den Arena-Leitern. Oh, und sogar den Namen. Naja, okay. Also, ja, alles wie bekannt. Oh, da bist du ja, Sky. Schnell, komm schnell her. Da, siehst du? Das ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fatih ist gleich im Fernsehen. Und das war unsere Reportage über die Arena von Blütenburg City. Es folgt eine Ankündigung zur Astronomie-Show, der alle Welt bereits ungeduldig entgegenfiebert. Oh, schon vorbei? Als Fatih wirklich im Fernsehen war, dann haben wir ihn leider verpasst. Schade. Gibt's gewiss. Ach nee, Moment. Die alten Medien sind ja noch so alt. Die kennen das Internet noch gar nicht richtig. Ach, schade. Dann können wir jetzt nicht mehr in der Mediathek oder so gucken. Oder auf YouTube. Naja, bevor ich es vergesse, in dieser Stadt wohnt einer von Fatihs Freunden. Professor Birk ist sein Name. Er wohnt gleich nebenan. Schau doch mal bei ihm vorbei und sag Hallo. Machen wir. Poch, poch, ist wer da? Oh, hallo, wer bist du denn? Oh, du bist Guy, unser neuer Nachbar. Freut mich sehr. Wir haben eine Tochter in deinem Alter. Wo ist das I in Klammern? Das war im Original nämlich so. Die haben da mein I Tochter
Wieso auch immer. Aber okay. Sie freut sich schon darauf, dich kennenzulernen. Ich glaube, sie ist oben in ihrem Zimmer. Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde. Wahrscheinlich haben sie damals schon ans Gendern gedacht. Aber wenn es keinen Sinn macht, wenn man über Sohn oder Tochter redet, ne? Aber gut. Hallo, Maike. Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaut. Fehlt noch was? Ja, Knabberkram. Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Guy. Ihr seid also heute hergezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Mein Traum ist es, mit Pokémon aus der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Also Papa, ich meine Professor Birk, mir erzählt hat, dass du herziehst. Nun ja, ich hatte gehofft, dass du nett bist und dass wir Freunde werden können. Ach, was rede ich denn da schon wieder? Und das bei unserem allerersten Gespräch. Hihihi. Ja, das ist schon mal eine kleine Änderung, die sie hier auch gemacht haben. Man sieht ja hier diese Röte im Gesicht von Maike. Also, da haben sie noch mal ein bisschen mehr, ja, Menschlichkeit in den Charakteren gezeigt, ne? Sie zeigen ein bisschen mehr Emotionen. Was dann der siebten Gender wieder ein bisschen geändert haben, meine ich, aber egal. Oh nein, fast hätte ich es vergessen. Ich wollte meinem Vater dort helfen. Und mein Papa will Pokémon auf ihn fangen. Bis später, Sky. Wo ist der Pokéball, den ich nicht klauen kann? Ach, haha, sie hat die weiße Wii U. Sie hatte weniger Speicher als die schwarze. Haha. Ich glaube sogar nur 8, ne? Also, was Speicher angeht. Ist Nintendo jetzt im Allgemeinen nicht gerade sehr gut bestückt. Von sich aus. Aber gut. Ich kann da hinten jemand schreien hören. Was soll ich tun? Was soll mir tun? Ihr muss da helfen. Hilfe! Hilfe, du da drüben, bitte hilf mir. Schau in meinen Beutel, da drin findest du ein paar Pokebälle. Oh. Und für den Fall, dass ich den Starter resetten will, weiche ich mal kurz ab. Ja, da haben wir die drei Starter. Gekabor, das Pflanzen-Pokémon. Lemni, das Feuer-Pokémon. Und Hytropi, das Wasser-Pokémon. Ja, ich muss sagen, ich finde alle drei Starter in dieser Gen geil. In Smaragd damals, ich habe die Original hiervon tatsächlich nicht gespielt. Mein erstes Höhenspiel war Smaragd. Da hatte ich Gekabor genommen. Aber ich denke mal, wir werden hier Flemmi nehmen. Weil ja, die Auswahl an Feuerpokémon ist irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Und Hytropi habe ich zu oft. Deshalb Flemmi. Also dem Wasser-Pokémon findest ihr wie Sand am Meer. Also, das ist nun wirklich kein großes Problem. Hat sogar schon direkt Glut. Das ist ja sehr schön. Außerdem, wir spielen hier Alpha Saphir. Da ist ja eher das Wasser-Bösewicht-Team drinnen. Also als Gegner. Von daher. Ja, machen wir uns damit nicht so leicht wie mit Gekabor. Wobei, die haben eh egal. Puh, ich habe einen hohen Gras Pokémon beobachtet, als ich plötzlich von einem angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, aber warte mal. Bist du nicht Norman Sohn Sky? Ich habe dich erst gar nicht erkannt. Du bist ganz schön groß geworden.
Aber das hier ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch bitte in mein Pokémon-Labor. Er hat einen ganz schön großen Kopf, ne? Vor allem so viereckig. So einen Würfelkopf hat der. Na schön, Sky. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich weiß zum Beispiel, dass du noch kein eigenes Pokémon hast. Aber dafür hast du dich im Kampf echt gut geschlagen. Tja, in deinen Adern fließt eben das Blut deines Vaters. Ich hab's. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du eben eingesetzt hast. Yay, Flemmi gehört zum Team. Willst du deinem Flemmi gleich einen Spitznamen geben? Noch nicht. Oh, achso, du willst ihm also keinen Spitznamen geben. Wenn du blabla und Erfahrung sammelst, wirst du bestimmt ein unglaublich guter Trainer. Meine Tochter Maike stellt gerade auf Route 103 Nachforschungen zu verschiedenen Pokémon an. Hast du nicht Lust hinzugehen und zu schauen, wie es bei ihr läuft? Großartig, Maike wird sich auch sehr freuen. Von ihr kannst du lernen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Ach ja, wenn du dich verlaufen solltest, dann wirf einen Blick ins Kartennavi deines Pokémon-Multinavis. Dort kannst du deinen aktuellen Aufenthaltsort überprüfen und nachsehen, wo Route 103 ist, auf der sich Maike gerade befindet. Falls sich dein Pokémon unterwegs verletzt, nimm es mit zu dir nach Hause und gönn ihm etwas Ruhe. Ja, wir gucken uns einfach mal Flamely kurz mal an. Hat ein neutrales Wesen, das ist okay. Kann ich durchaus mit leben. Ja, hier sehen wir jetzt auch das Menü. Sieht eigentlich ganz schick aus. Hier haben wir halt die Wettbewerbsstatistiken. Oder halt, ja, da sieht man, welche Kategorie die jeweiligen Attacken sind. Und oben der Stern ist, glaube ich, irgendwie die... Ja, so gesehen die EVs, ne? Man kann ja mit Pokeriegeln später diese jeweiligen Werte erhöhen. Weil ich glaube, man kann sogar Maximum bei allem kriegen, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Hab mich mit Wettbewerben jetzt nicht so sehr auseinandergesetzt. In den originalen Spielen schon etwas. Also in Smaragd habe ich schon die höchste Wettbewerbskategorie auch mal gemacht. Also ich glaube, der Meisterrang war das ja. Aber ja, war jetzt nicht, also ich weiß nicht mal, ob ich das jetzt hier im LP machen möchte. Hey, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Ich erkenne auf den ersten Blick, dass du ein Trainer-Neuling bist. Na gut, weil ich so ein herzensguter Mensch bin, werde ich dir ein paar nützliche Tipps geben. Das dort drüben ist ein Pokémon-Supermarkt. Man kann ihn ganz leicht an dem blauen Dach erkennen. Wir verkaufen dort jede Menge nützlicher Dinge, wie Pokebälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, das ist für dich, ein kleines Werbegeschenk. Hey, Tränke, sogar mehrere. Tränke kann man überall einsetzen, genau das macht sie unfassbar praktisch. Und das hier ist ein Pokémon Center. Du kannst es am roten Dach erkennen. Der Angestellte dort heilt deine Pokémon, dein Pokémon-Team und sorgt dafür, dass es wieder topfit ist. So, das waren sie, meine nützlichen Tipps. Das war doch sehr freundlich von mir, oder nicht? Gute Reise. Ja, das haben sie hier dann auch wieder geändert. Beziehungsweise, es war ja im Original schon so, dass man Pokémon Center und Supermarkt eben getrennt hatte. Von daher haben sie das hier dann auch wieder einfach übernommen. In den meisten anderen Spielen haben sie ja alles in einem Ort. Also Supermarkt und Pokémon Center. Also der Supermarkt ist im Pokémon Center. War aber halt
bis zur 5. Gen nicht so. Da war noch alles getrennt. In der 5. Gen haben sie es dann halt wieder geändert. Also das erste Mal geändert, dass der Supermarkt im Pokémon Center ist. Und hier im Remake ist es wieder getrennt. Mal überlegen, was für Pokémon findet man auf Route 103 nochmal? Oh, Hi Sky. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, was? Einen besseren Grund, um gegeneinander zu kämpfen, gibt's nicht. Komm, ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Und unser erster Rivalenkampf. Ich habe natürlich Hydropi, das Pokémon, das gegen unser Starter ein Typenvorteil ist. Und in meinen Augen eigentlich auch der beste von den dreien. Es macht auf jeden Fall schon mal mehr Schaden als wir. Das ist schlecht. Au, das Tree schrottet mich. Ich brauche deutlich mehr Hits. Au. Alter, ich brauche einen Drang sogar. Ja, Flamni, du könntest ruhig ein bisschen mehr Damage drücken. Wieso macht das so viel Schaden? Ich meine, wir sind zum Glück schneller, aber das Teil hält halt übelst viel aus. War das Teil ein Plus angewiesen? Oder warum macht das so viel Schaden? Wow, der Crit zum Schluss war ja nochmal so nötig, ne? Mann, wir haben ja nicht mal Minuswesen. Oder wir haben schlechte DVs. Keine Ahnung. Für ein Durchspielteam wird's reichen. Das war ein toller Kampf. Danke dafür. Warte mal eben. Ich heile unsere beiden Teams. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater so viel von dir hält, dass er dir sogar ein Pokémon gegeben hat. Das ist ein Pokémon noch nicht sehr lang, aber es hat dich schon total gern. Das sagt doch alles. Mit jemandem wie dir will bestimmt jedes Pokémon befreundet sein. So, ich bin jetzt mit meiner Forschungsarbeit fertig. Es wird langsam Zeit, ins Labor zurückzukehren. Komm, lass uns zusammen zurückgehen. Oh, wir werden nicht automatisch hingeportet. Wie schade. Vielen Dank, Sky. Lass uns schnell zurückgehen. Ist ja gut. Halt mich doch nicht so viel auf. Und da sind wir auch schon wieder. Hey, Sky, hier drüben. Alter, dieser riesige Kopf. Ich gehört habe, hast du Mike im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Sie hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen und hat deswegen schon sehr viel Erfahrung als Trainer. Ja, diesen Pokédex hatte ich zu Forschungszwecken bestellt. Aber ich glaube, bei dir ist er besser aufgehoben. Yay! Der Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch Daten zu einem Pokémon erfasst, die du siehst oder fängst. Maike geht nie ohne ihren aus dem Haus. Sie kommt mich oft bei der Feldforschung besuchen, wenn ihr ein seltenes Pokémon in den Pokéball gegangen ist, um mir den Eintrag im Pokédex zu zeigen. Auf dich warten Begegnungen mit vielen Menschen und Pokémon. Und Natur, soweit das auch gereicht. Es würde mich sehr freuen, wenn sich durch diese Erfahrung dein Horizont erweitern würde. Und wenn du dabei noch fleißig dein Pokédex füllst, wäre das natürlich noch besser. Am meisten würde es mich aber freuen, wenn du mich ab und zu besuchen kommst und mir zeigst, wie du vorankommst. Ach, da bekomme ich gleich Lust, mich selbst sofort in die nächste Feldstudie zu stürzen. Jetzt hast du also auch ein Pokédex, Sky. Genau wie ich, das freut mich für dich. Dann kannst du die hier sicher auch gut gebrauchen. Hier, ein paar Pokébälle, um wilde Pokémon zu fangen. Vielen Dank. Ich habe einen nützlichen Tipp für dich als Anfänger. Pokémon, die in einem Kampf mitgekämpft haben, bekommen sogar dann deine Erfahrungspunkte, wenn du das wilde Pokémon, gegen das sie gekämpft haben, fängst. Aber das ist irgendwie auch logisch, oder? Der Trainingseffekt bleibt schließlich dasselbe. Übrigens, ich habe vor, eine Reise zu machen.
Sobald ich hier fertig bin, verlasse ich Wurzelheim. Ich bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen, was für Pokémon ich unterwegs begegnen werde. Geben wir beide unser Bestes, Guy. Jo, tun wir. Okay, wir werden nicht mehr aufgehalten von Mutti. Aber gut, wir haben die Turbo-Treter ja so gesehen schon. Dann würde ich einfach mal sagen, war es das mit dem ersten Part Pokémon Alpha Saphir für heute. Wenn euch das Projekt und das Video gefallen haben sollte, also das Projekt gefällt und das Video euch gefallen hat, dann zeigt es doch mit dem Daumen nach oben. Würde mich freuen. Und supporten und ja, natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr dann beim nächsten Part wieder einschalten würdet, wenn wir unsere Reise in der Höhlenregion dann richtig antreten werden. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.